Ihnen und euch allen ein herzliches Grüß Gott zu unserem Mittagsimpuls aus der Würzburger Augustinerkirche. Mit dabei heute für die Musik am Flügel Christiane Dehmer. Mittlerweile sind es gut über 100 Impulse und Gottesdienste, die wir im Internet zugänglich gemacht haben. Wir haben uns über ganz viele wichtige Themen Gedanken gemacht und da dachte ich, kommen wir heute vielleicht mit einem beiläufigen Thema aus, eigentlich ein Randthema. Es geht um Gott. Wenn man die Diskussion in der Kirche und in den Religionen verfolgt, könnte man ja tatsächlich den Eindruck gewinnen, das Thema Gott ist zu einem Randthema geworden. Welche Strukturen mit der traditionellen Kirchenverfassung vereinbar sind, wer eine Gemeinde leiten darf und wer nicht. Mit Gott haben diese Fragen wenig zu tun und mein Gott ist bei solchen Fragen ohnehin viel großzügiger, als es uns die immer gleichen geweihten Häupter weismachen wollen. Doch das nur am Rande. Sie haben natürlich recht. Das Thema Gott ist kein Randthema. Es ist das fundamentale Thema überhaupt, und das weit über die Grenzen von Kirche und Religion hinaus. Denn dass sich Menschen Gedanken über Gott machen, dass sie Erfahrungen mit Gott machen, ist ja an keine Kirchen- und keine Religionsgrenzen gebunden, Gott sei Dank. Doch ich will auch nicht übergriffig werden, denn da gibt es natürlich nicht wenige, für die Gott kein Thema oder kein Thema mehr ist. Und das würden ja angeblich mehr, behaupten die, die mit wehmütigem Blick auf die Vergangenheit die Austrittszahlen bei den Kirchen betrachten. Ich glaube das nicht, denn Mitgliedschaften kann man zählen, Glauben aber nun einmal nicht. Und wenn es doch so sein sollte, dass für immer mehr Menschen Gott kein Thema mehr ist, dann ist es so. Denn es gibt 1001 gute Gründe, die Gottesfrage beiseite zu lassen. Aber warum sollte denn in jedem Nicht oder nicht mehr nicht auch ein Noch nicht stecken? Und dieses Noch nicht kann uns unerwartet überwältigen. In den existenziellen Momenten unseres Lebens, bei der Geburt eines Kindes oder beim Tod eines geliebten Menschen, kann man beides, eben die glückliche Erfahrung, dass neues Leben die Welt bereichert oder die schmerzliche Erfahrung, dass ein geliebter Mensch gehen muss, überhaupt durchleben, ohne sich wenigstens für einen kurzen Moment ganz im Stillen die Frage nach Gott zu stellen? Die Bibel, die uns, wie wir glauben, so viel von Gott erzählt, ist voll von solchen Fragen. Gerade in den Momenten, in denen die Existenz bedroht ist. Dies wird nirgendwo so deutlich wie im Buch der Psalmen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bleibst fern meiner Rettung den Worten meines Schreiens, wie es in Psalm 22 heißt. Worte, die der Evangelist Markus dem sterbenden Jesus am Kreuz in den Mund legt. Ist es nicht verwunderlich, dass selbst dieser Jesus, der später als Messias, als der Herr, als der Menschensohn, als der Sohn Gottes, ja, als Gott selbst verehrt wird, nach Gott fragt? Vielleicht ist es das, was mich an diesem Jesus, wie Markus ihn zeichnet, so beeindruckt. Dass der, der fest überzeugt vom Kommen des Reiches Gottes spricht, der als Wundertäter durch die Welt zieht und der sich sicher ist, dass sein Gott ein Gott des Lebens ist, am Ende seines irdischen Daseins zu einem Fragenden wird. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wo bist du? Wer bist du? Vielleicht werden sich dort einmal alle treffen, in diesen Fragen. Diejenigen, die sich Zeit ihres Lebens nie gefragt haben, diejenigen, die über das Fragen nicht hinausgekommen sind
und diejenigen, die der Antworten felsenfest sicher waren. Vielleicht treffen wir uns in diesen Fragen ja schon jetzt. Und vielleicht stehen wir dann dort, wo Inni Windrop, Protagonist des Romans Rituale aus der Feder des niederländischen Schriftstellers Kees Notteboom, steht. Er ist vom Leben gezeichnet. Das Leben hat es nicht immer gut mit ihm gemeint. Er musste Suizide von Freunden erleben, die Trennung von seiner Frau und hat das Vertrauen in den Gott, der ihm gepredigt worden ist, samt aller Rituale, die mit diesem Gott in Zusammenhang stehen wollen, verloren. Er sagt: Aus der Ferne gesehen ist eine menschliche Gestalt schwarz und sie prägt sich wie eine Kalligraphe der weißen Schneedecke auf. Eine lange zierliche Bewegung, ein geheimnisvoller unleserlicher Buchstabe, der geschrieben wird, etwas, das da ist und plötzlich nicht mehr da ist. Die Gestalt ist im Blick verschwunden. Sie hat sich selbst beim Schreiben aufgebracht und nichts von ihr ist zurückgeblieben. So auch Gott. Ich war zum ersten Mal einsam auf der Welt, aber auch er hat mir nicht gefehlt. Gott klingt wie eine Antwort. Und das ist das Verderbliche an diesem Wort, das so oft als Antwort gebraucht wird. Er hätte einen Namen haben müssen, der wie eine Frage klingt.
Gott klingt wie eine Antwort. Und das ist das Verderbliche an diesem Wort, das so oft als Antwort gebraucht worden ist. Er hätte einen Namen haben müssen, der wie eine Frage klingt. Eine Formulierung, die mich, als sie mir vor einigen Wochen durch einen langjährigen Theologieprofessor vermittelt über den Weg gelaufen ist, getroffen hat. Eine messerscharfe Beobachtung. Gott klingt wie eine Antwort, und das ist das Verderbliche an diesem Wort, das so oft als Antwort gebraucht wird. Tatsächlich wurde Gott durch die Jahrhunderte hindurch immer als Antwort präsentiert, als Antwort auf die Fragen unseres Lebens. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Welches Ziel steht uns vor Augen? Wo finden wir Glück? Wo den Sinn des Lebens? Wo Rettung, Erlösung, Zuneigung und Liebe? Wer ruft uns ins Dasein? Wer verlässt uns nicht? Wer steht uns zur Seite? Wer hört auf unsere Gebete? Wer wird einst für Gerechtigkeit sorgen? Woher kommen die natürlichen Gesetzmäßigkeiten, die moralischen Normen für ein gutes und vor allem richtiges Leben? Immer wieder ist die Antwort kurz, bündig und eindeutig: Gott. G-O-T-T. Vier Buchstaben, zumindest in unserer Sprache, wie schon das Tetragramm des Volkes Israel, J-H-W-H. Gott als Antwort auf die Fragen aller Fragen. Die Weltformel, der ambitionierte Physiker und Mathematiker nachjagen, ist, so würden es die Religionen sagen, doch längst gefunden in der einen alles umfassenden Antwort: Gott. Und wie oft ist diese Antwort präzisiert worden, in Formulierungen vom unbewegten Beweger, vom Urgrund allen Seins, vom durch sich selbst bestehendes Sein schlechthin, von der Weltseele, vom Schöpfer der Welt, vom himmlischen Vater, von der alles bestimmenden Wirklichkeit, in der Rede von Gott als Geist, Gott als Person, Gott als der dreifaltig Eine, Gott als der transzendent Immanente oder der immanent Transzendente. Die verbalen Kunststücke für die Beschreibung dessen, was mit dieser einen Gottantwort gemeint sein soll, gehen den Philosophen und Theologen nicht aus. Und nicht immer tragen sie damit zur Klärung bei. Manchmal wollen sie es wohl auch gar nicht. Der in Freiburg geborene Theologe Karl Rahner, der mit seinen Überlegungen zu Gott zum wohl bedeutendsten katholischen Theologen des 20. Jahrhunderts aufsteigen sollte, beginnt in seinem Grundlagenwerk Grundkurs des Glaubens aus dem Jahre 1976, und hier wird die Alliteration perfekt, ganz grundlegend. Bevor er sich mit dem Wesen Gottes auseinandersetzt, entfaltet er eine kleine Meditation über das Wort Gott. Der Grund dafür ist naheliegend, denn bei allen Streitigkeiten über den Inhalt und die Bedeutung des Wortes Gott kann doch eines von niemanden, auch vom größten Agnostiker und vom größten Atheisten, nicht bestritten werden, dass es als Wort existiert. In unserem Sprachgebrauch und in unserem Denken. Dass es dieses Wort Gott gibt, so Rahner, das allein ist schon des Nachdenkens wert. Und er stellt ernüchternd das Eigentümliche an diesem Wort fest, denn es sagt nichts über das Gemeinte. Es kann, so Rahner weiter, nicht einfach wie ein Zeigefinger fungieren, der auf ein unmittelbar außerhalb des Wortes Begegnendes hinweist, so wie wenn wir Baum, Tisch oder Sonne sagen. Doch diese, wie Rahner sagt, schreckliche Konturlosigkeit des Wortes Gott ist gerade dem damit Gemeinten angemessen. Und so hat das Wort Gott für Rahner auch Zukunft. So wird es, wie er behauptet, bleiben, im Sprachgebrauch und im Denken, mindestens als Frage, als ein Wort, das wie eine Antwort klingt. Denn,
so noch einmal Rana, das Wort Gott stellt das Ganze der Sprachwelt, in der die Wirklichkeit für uns anwesend ist, in Frage. Es steht für die Frage nach dem Ganzen. Würden wir sie, wenigstens die Frage, verlieren, würden wir in der Welt und in uns stecken bleiben. Wir würden das Ganze und unseren Grund vergessen, wir würden gar aufhören, Menschen zu sein. Denn wir zeichnen uns dadurch aus, dass wir in Worte fassend und in Freiheit das Ganze von Welt und Dasein anfragen und hinterfragen können. Mögen wir auch vor diesen Fragen ratlos verstummen, wie Rana sagt. Und diese Fragen liegen eben in diesem einen Wort, Gott. Er hätte einen Namen haben müssen, der wie eine Frage klingt. Dieses Wort, das wie eine Frage klingen sollte, stellt uns vor das Ganze der Welt und vor das Ganze unser Selbst. Es ist die Öffnung in das unbegreifliche Geheimnis. Ich gebe zu, Karl Rahner ist kein Freund der leichten Worte. Und so sehr mich auch seine Gedanken faszinieren, so sehr vermögen sie mich auch zuweilen zu überfordern. Doch was bleibt, ist das Wort Gott als Frage zu sehen. Als Frage, die alle Antworten, die es nach der Meinung mancher geben soll, auch einmal beiseite schieben lässt. Natürlich brauchen wir unsere Gedankenspiele. Wir brauchen unsere Modelle von Gott, unsere Gottesbilder, unsere Arbeitshypothesen und wir haben die Erfahrung. Die Erfahrung der Generationen vor uns und unsere eigene. Doch am Ende bleibt die Frage, was es mit diesem Gott auf sich hat. Für mich ist diese Frage in den ersten 30 Jahren meines Lebens zur Lebensfrage geworden. Nehmen wir diese Möglichkeit des Fragens als Chance, die wir uns dann und wann immer wieder neu stellen können. Geben wir uns nicht so schnell mit vorgefertigten traditionellen Antworten zufrieden. Das soll uns nicht verunsichern, sondern Luft zum Atmen geben, Mut und Offenheit, diesen Gott immer wieder neu zu entdecken. Vielleicht hat man auch Ihnen oder Menschen in Ihrer Umgebung zu oft Antworten gegeben, mit denen Sie nichts anfangen können. Gott klingt wie eine Antwort, und das ist das Verderbliche an dem Wort, das so oft als Antwort gebraucht wird. Er hätte einen Namen haben müssen, der wie eine Frage klingt. Musik.